Viele Menschen fragen mich oft, ja, Storytelling ist ja ganz toll, aber wofür brauche ich das eigentlich? Und das brauchen Sie für ziemlich viele Dinge. Stellen Sie sich vor, Sie wollen Talente finden. Das höre ich immer wieder. Wo kriege ich gute Mitarbeiter her? Dann brauchen Sie eine Employer Branding Story, die also ziemlich genau zeigt, was ist eigentlich der Vorteil Ihres Unternehmens? Warum sollte man als junges Talent gerade dort arbeiten und nicht woanders? Und eben nicht nur Plattitüden sagen, wie wir sind innovativ, weil wir sind innovativ, sagt ja irgendwie jeder, sagt ja keiner, wir sind altbacken. Also klar in der Story zeigen, was machen Sie besser. Der nächste Punkt ist Strategien erklären, Stakeholder mit ins Boot nehmen, strategische Ziele erreichen, indem Sie Ihre Strategie in eine perfekte Story transformieren, die wirklich von jedem Stakeholder verstanden wird. Also eine Strategie-Story. Das dritte ist, Produkte verkaufen, gerade Dienstleistungen, gerade abstrakte Dinge, die erklärungsbedürftig sind, da müssen Sie in der Story sagen, welchen Schurken besiegen Sie für das andere Unternehmen, für Ihren Kunden so, dass das Problem gelöst wird. Also erst die Lösung, dann das Problem. Für jede Lösung ein Problem. Erst den Schurken, dann den Helden. Also was ist die Produktstory? Welches riesige Kundenproblem löst Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung? Und natürlich als viertes, Führungskompetenz optimieren. Wie sind Sie als Manager? Was ist Ihre Personal Story? Warum sind Sie authentisch? Wie kriegen Sie es hin, noch mehr Karriere zu machen, weiter aufzusteigen, Ihr Wertversprechen im Unternehmen mit einer guten Story bestmöglich zu erklären? Das sind die vier Dinge, wo Sie eine gute Story brauchen. Talente finden, Employer Branding Story, Strategien erklären, Strategie Story, Produkte und Dienstleistungen verkaufen, Produkt Story und Führungskompetenz optimieren, das ist die Personal Story.